Willkommen zurück zu Two Worlds 2 HD. Hier ist der Argonaut. Wir befinden uns noch immer in Ganduars Kerker-Trakt und versuchen zu entkommen mit Hilfe von Dafar, der Assassinin, die uns den Weg weist. Und ja, jetzt geht's in ein feuchtes Element, nämlich Wasser. Ekliges Wasser wahrscheinlich. Ja, man kann schneller schwimmen mit der linken Pad-Taste. Ist das kalt. Kraulen im Abwasser. Muss das sein? Ja, es muss sein. Für die Flucht. Da ist nichts zu holen, schätze ich. Ja, sehr gemütlich hier. In dem Brackwasser, in dem wohlduftenden, nach Rosenblättern duftenden Bad. Ah, da steht Dafar. Was gab es da oben? Da will ich nochmal eben schnell gucken. Wie gesagt, ich wollte ja auch die Abzweigung ein wenig unter die Lupe nehmen und nicht in 0, nichts aus dem Kerker hier spurten und alles übersehen, weil am Anfang braucht man, wie gesagt, viele Heiltränke und ja, am besten alles, was man findet. Naja, 10 Auras hat sich ein wenig gelohnt, würde ich mal eher sagen. Aber wer den Aura nicht ehrt, ja, und so weiter und so weiter. So, jetzt aber zurück zu Dafar. Nochmal ins stinkende Wasser. Muss das sein? Ja, es muss sein. Für die Flucht aus diesem Kerkerverlies. Na, nichts hier raus. Hey, du hast es geschafft. War nicht gerade ein Vergnügen in der stinkenden Kloake. Tja, hinter der Tür befindet sich die alte Alchemistenbibliothek. Sie hat einen eigenen Teleport. Worauf warten wir noch? Ja, weiter geht's ins Alchemistenlabor, während Dafar die Tür knackt. Das kann sie ja wirklich gut, Türen knacken. Tote Ratte. Gedanken über die Kunst der Alchemie, ein Buch. Was ist das denn? Kleiner Heiltrank, den natürlich mitnehmen. Da braut sich was zusammen in dem Glaskolben. Über die Eigenarten bestimmter Kräuter und ihren Nutzen. Also es ist so, dass man nicht lernt automatisch beim Bücherlesen, sondern es gibt nur spezielle Skillbücher. Und wenn man die einmal gelesen hat, dann kann man verschiedene Skills aufwerten, aber nicht durch Lesen aller Bücher. Soweit ich das noch weiß. Mittlerer Heiltrank. Ja, den auf jeden Fall noch. So, ich glaube, das war's dann auch. Ja, ich denke schon. So, weiter geht's. Kriegskeule, na. Die auf jeden Fall. Wir sind gleich da. Und jetzt? Irgendwie muss ich diesen alten Teleport aktivieren. Kann ich helfen? Ja, schnapp dir diesen Knüppel und pass auf die Tür auf. Na gut. Mhm. Waffe ziehen mit Pfeil runter. So, jetzt bin ich zum ersten Mal bewaffnet. Oh. Da entlang geht's nicht weiter, da können sie nicht raus. Also weit können sie nicht sein. Verteilt euch und sucht sie. Verstanden. Ja, ich schätze, ich kriege was zu tun, knüppeltechnisch. Ha! Endstation für dich. Du gehörst mir. Sehe ich so aus, als hätte ich es eilig? Und?
Blocken kann ich noch nicht. Nur prügeln. Blindlings reinprügeln. Was ich jetzt auch tun werde. Da hilft keine Taktik, sondern nur draufhauen. Na also. Das war's. Nicht schlecht für einen Menschen. Ist er tot? Nur bewusstlos. Er ist nur ein Soldat, der seine Befehle befolgt. Wenn du meinst. Der Teleport ist jetzt soweit. Na also, hat ja doch geklappt, die Teleportflucht. So, gespannt, wo wir jetzt landen. Falsche Lage. Na, wenigstens ist es die richtige Insel. Ein Glücksfall bei Gortarius. Wir müssen zum Lager. Hier lang. Wo sind wir überhaupt? Auf Alsorna, eine kleine Insel vor Elkronas. Wie reizend. Bleib auf dem... Verdammt! Warte, lass mich mal sehen. Wir kriegen das unmöglich auf. Du musst dem Pfad folgen und Roktor holen. Aber halt Ausschau nach den Groms. Sie dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Sonst bin ich so gut wie tot. Aber worauf genau soll ich achten? Schleich einfach hinter ihnen vorbei. Falls du kämpfen musst, dann töte schnell und leise. Schleich dich von hinten an und nimm den Dolch. Hier. Gut, ich hol Hilfe. Keine Sorge. Ja, nun. Wir sind also auf der Insel Alsorna. Ich kann ja mal... schauen... Ja, man sieht noch nicht viel, also ein kleiner Inselabschnitt nur. Das hilft mir jetzt also noch nicht weiter. Teleport zum Lager der Orks, da geht's wohl als nächstes hin. Ja. Auf jeden Fall ist es schon mal etwas freundlicher als im Kerkerverlies, so viel steht fest. Ah. Wenn du deine Ausrüstung sortieren möchtest, öffne mit... Pfeil nach links, das Inventar. Mhm. Seit wann kann man seine Ausrüstung sortieren? Ja, man lernt nie aus. Oh, ein Strand. Ein Sonnenuntergang, aber naja, ich muss Dafar retten. Von daher habe ich jetzt keine Zeit für Sightseeing-Touren. Die Ärmste. Ja, also, finde den Teleport. Und ich bin ja jetzt mit einem Dolch bewaffnet zusätzlich noch und ja, hoffe, dass ich das dann schaffe mit Knüppel und Dolch. Da steht nämlich schon einer dieser Groms, schätze ich. Und gleich wird es wahrscheinlich nicht mehr so idyllisch zugehen. Bleib zunächst stehen, anschließend halte LT gedrückt, linke Taste, um zu schleichen. Ja, also ich muss ihn wohl so beseitigen, indem ich mich anschleiche und im richtigen Augenblick zusteche. Grom. Jetzt.
Okay, was hat der bei sich? Da hinten steht noch einer. Na gut. Ich schleiche mal lieber. Zwei. Naja, ob ich beide durch Meucheln ausschalten kann, ist dann die Frage. Vielleicht hört der andere das ja. Wenn nicht, wäre er ganz schön taub. Ich muss mich noch anschleichen. Ja, scheint taub zu sein. Na gut, das hat geklappt. Dann noch eben geschaut, was sie bei sich tragen, die fiesen Fieslinge. Das nehmen wir natürlich alles mit. Ja, also die ganzen Schwerter kann ich noch nicht benutzen, weil ich zu schwach bin. Aber naja, ich kann sie verkaufen oder vielleicht nachher einschmelzen. Aber erstmal werde ich alles mitnehmen. Wegschmeißen kann man ja immer noch. Am Anfang sollte man wirklich alles mitnehmen. Falls ich das noch nicht gesagt haben sollte, da ist der wohl. Das hat lange gedauert. Wir haben den falschen Teleport erwischt und sind in der Nähe der Halbinsel gelandet. Spuckt schon aus. Was ist mit ihr? Ihr Bein ist in einer Falle eingeklemmt. Fast am Ende der Insel. Ihr müsst den Teleport nehmen. Ach, die Groms. Sie sind eine wahre Seuche im Osten von Al-Sorna. Gut möglich, dass sie bald einen Kontrollgang zu ihren Fallen machen. Dann hat Darfar keine Chance mehr. Wir müssen die Groms ablenken. Kann ich was tun? Gortharius und Norta, ihr helft Darfar. Du kommst mit mir. Wir kümmern uns ein wenig um unsere Freunde, damit die anderen Darfar noch rechtzeitig erreichen. Mhm. Er rennt da lang, die anderen rennen da lang. Ich muss wohl hinter Roktor her, wie ich das gerade verstanden habe. Dahin wartet er. Was ist das? Eine Brücke? Ja. Interessant, aber ich glaube, ich muss erstmal mit Roktor sprechen. Wie ich das hier so sehe. Geh einfach hier durch. Dann wirst du sicher bald auf Groms treffen. Wenn du mit ihnen kämpfst, vergiss nicht zu blocken. Aber sie sind ja nicht die hellsten. Auch wenn du vieles vergessen hast. Sie sollten dir keine allzu großen Schwierigkeiten bereiten. Also, wenn du meinst. Ja, vertrau mir. Und jetzt geh. Kleiner Heiltrank erhalten und Waffe ziehen und blocken kann ich wohl jetzt. Was sehen meine Augen? Naja. Oh. Da steht jetzt auch Skill Blocken freigeschaltet. Ich höre schon was. Hinter der Ecke lauert was. Und er will mir was sagen, aber ich verstehe leider kein Grommisch. Wahrscheinlich sagt er, komm nur, du Wicht. Ich hau dir eins drüber. Aber das ist jetzt sehr frei übersetzt. Und außerdem geht es weiter in der nächsten Folge. Und dann... Ja, muss ich halt sehen, wie ich Darfar möglichst schnell aus der Falle retten kann. Okay, dann sage ich ciao, der Argonaut. Ja,